Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Indie Games. Jawohl, es ist wieder Indie Games Zeit. Und heute das kleine Horror-Indie Game Don't Do It. Auch das könnt ihr euch wieder auf itch.io runterladen und einmal anschauen. Und ich würde sagen, hier ohne groß rumzuquatschen, Play Game. Oje. Oje, Mine. Na? Where am I? There's something in my pocket. Day 309, log number 3. This is Dr. Nguyen, director of JN Squared Bioweaponry Research Lab. We made history today. Specimen number 21 survived. It is a beauty, a deadly one. We will continue to monitor its behavior in the observatory. Na dann. Wir haben also einen Kassettenrekorder dabei. Und ja, bewegen uns hier irgendwo durch die Katakomben dieses Labors. Ja, ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal kurz alle Türen durch. Die scheinen aber alle geschlossen zu sein. Okay. Ich will die Tür auch nochmal probieren. Okay, wir brauchen dem Doktor seine Keycard. Okay, eine Taschenlampe. Also haben wir schon an. Okay. Hey, ja. Okay. Da ist die Keycard von Dr. Nguyen. Okay, was haben wir sonst noch hier? Was ist das denn? Day 346, log number 2. Someone was curious and pressed a button last night while I was away. Because it opened a barred door of the observatory, half of my staff didn't make it out alive. Na dann. Okay. So, halt, da sind wir reingekommen. Okay. Ich glaube, hier drin haben wir nichts mehr. Wir müssen mit der Keycard. Ja. Okay. Oh, dieses Quietschen. Alter! Junge! Jetzt hätte ich mir fast das Kabel vom Headset abgerissen, vor Schreck. Oh. Okay. Wir können rechts oder links lang. Ich möchte kurz noch mal schauen. Okay, von hier sind wir gekommen. Es ist, glaube ich, egal, in welche Richtung wir gehen. Don't press it. Okay. Den werden wir, glaube ich, drücken müssen. Da brauchen wir wieder eine Keycard. Was ist denn das da drin? Seht ihr das in der Aufnahme? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Don't press it. Gut, dann pressen wir ihn mal noch nicht. Alter, was ist das denn? Irgendwelche Dinosaurierföten. Junge, das wird immer größer. Okay, den Key haben wir noch nicht. Und wir haben wieder eine Kassette. Day 410, log number 1. Today is the debut of our greatest discovery to other members of our secret organization. Everyone is excited. The world favors chaos over peace. My name will be written down in history as the creator of version 1. Okay, das ist die Keycard. Sag mal, da steht einer und da hinten da schwebt. Oh je, ich will's gar nicht wissen. So, Moment. Wir sind von hier gekommen. Genau, die Keycard haben wir. Diesen Code haben wir noch nicht. So, jetzt geht's hier nämlich noch weiter. Oh oh. Der ist hinüber. Okay. Day 377, log number 4. Food supply is running low. We have been under suspicion for our large orders. It is time to move to Plan B. Okay, was können wir hier nehmen? Okay, wir haben einen Schlüssel. Alter, da hängen irgendwelche Leichen. Ich will es gar nicht wissen. Okay. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal zurück.
Wir haben ja die Keycard, um in diesen einen Raum zu kommen. Standard, nee. Und natürlich reizt mich dieser Knopf hier noch. Aber ich will noch nicht. Da steht drauf, don't. Das ist der Raum von der Videoüberwachung. Alter Schwede. You died. Okay. Alter Schwede. Ich dachte, da war eine Glasscheibe noch dazwischen. Oh. Komm. Try again. Wir machen das Ganze nochmal. Jetzt wissen wir ja ungefähr, was uns passiert. Day 309, log number 3. This is Dr. Nguyen, Director of JN Squared Bioweaponry Research Lab. Ja. Day 346, log number 2. War da was? Someone was curious and pressed a button last night while I was away. Because it opened a barred door of the observatory, half of my staff didn't make it out alive. Dieses Mal habe ich keine Angst. Also, wir gehen da nicht rein. Das Witzige ist, das wirklich Witzige an der Geschichte ist ja, die Tante erzählt in der Aufnahme etwas, dass jemand den Button gedrückt hat. Day 377, log number 4. Oh, das können wir wegdrücken. Okay, also wir haben auf jeden Fall einen Schlüssel, aber hier kommen wir nicht weiter. Sag mal, der hat doch da eine Waffe im Holster. Wieso können wir nicht diese Waffe nehmen? Okay. Ja. Jetzt ist echt die Frage, was können wir tun? 21, 0, 4, 11, 19, 2, 10. Ah, das drücken wir auch weg. Weil ich frage mich immer noch, ob wir hier nicht irgendwo 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 6. Das sind ja Milliarden verschiedene Möglichkeiten. Okay, was haben wir jetzt noch nicht gemacht? Wir waren jetzt in dieser Tür drin und sind sofort draufgegangen. Wir können jetzt den Knopf noch drücken. Ich würde auch sagen, das machen wir. Und dann schauen wir mal. Okay. Ja. Ich würde sagen, das war's an dieser Stelle. Ihr schaut euch dieses kleine Horror-Indie-Game selber einmal an. Es ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht, ja. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Es ist ein bisschen rätselhaft. Also, ich denke, es wird noch irgendeinen anderen Weg geben. Wir haben auch irgendwo einen Schlüssel gesammelt. Das heißt, eine Tür, die zu war, könnten wir damit vielleicht auch noch öffnen. In diesem Raum, wo wir zuerst rein sind, als uns das Monster quasi zum ersten Mal angegriffen hat, in diesem Raum gab es noch eine weitere Tür. Vielleicht kann man auch schnell da irgendwo noch durchhuschen. Ja, Freunde, aber ich würde sagen, das könnt ihr euch selber anschauen und ja, unterstützt die kleinen Entwickler, guckt euch ab und zu die kleinen Indie-Games auf itch.io an. Und an dieser Stelle würde ich sagen, das war's. Wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Bleibt gesund, haltet die Ohren steif, bleibt mir treu und wir sehen uns. Bis dann. Ciao.